Ja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick, willkommen bei Transportfieber 2 in Birmingham. Jetzt mal in dieser Ansicht. Ja, wir sind an einer großen Kreuzung in Birmingham und ihr seht schon, es ist wahnsinnig viel Verkehr. Da haben wir es letztes Mal verlassen, genau, da machen wir wieder weiter und wir haben schon mittlerweile jetzt endlich ein bisschen Geld verdient. Es ist nur zähflüssig, aber nein, der harte Dollar in dem Fall, eigentlich müssten es ja Pfund sein, ne? Der harte Dollar will verdient sein, ne? Und da muss man halt einfach sich bemühen. Und aber es schaut jetzt schon ganz gut aus. Ich glaube, dass es eine gute Idee war, mit den ganzen Postkutschenlinien, also guck mal, Postkutschenlinien, glaube ich, war eine ganz gute Idee. Das schaut schon ganz gut aus. So, und jetzt zoomen wir uns langsam hinaus aus Birmingham, aus dieser Kreuzung und sehen einmal, wo sind wir denn eigentlich? Sind wir im wunderschönen Großbritannien. Jetzt glaube ich, habe ich es nur falsch gedreht, gell? Da geht's lang. Ganz genau. Und wir kümmern uns mal wieder um unsere Linien und schauen jetzt einmal. Ich habe immer nur ein bisschen dieses hier mit diesem Holzwerk, aber das Blöde ist, dass natürlich diese, ich meine, das würde sich jetzt anbieten, dass man hier einfach eine Linie hier rüber schmeißt, aber dann müssen wir wieder zwei Bahnhöfe bauen, zwei Linien bauen und dann haben wir halt das Problem tatsächlich, dass diese Postkutschen oder unsere Fuhrwerke, wären sie in diesem Fall, diese Pferdefuhrwerke, ich meine, die können halt 4 Güter mitnehmen, ne? Also bis wir da das wieder reinholen, was das Geld kostet, war es nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Die Geschichte mit den Transporten hier ist sowieso so eine ganz eigene. Also ist mir eigentlich erst später aufgefallen, dass hier diese Industriegebiete nicht sonderlich gut verteilt sind. Das heißt also, unser Hauptaugenmerk wirkt weiterhin mal hauptsächlich auf dem Personenverkehr liegen. Im späteren Zeitpunkt könnte man dann vorstellen, dass wir, wenn wir die Städte nur ein bisschen aufpimpen wollen, wie zum Beispiel London eben mit dieser Versorgung, dann können wir eventuell noch zurückgreifen auf den Frachtverkehr. Interessanter, und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, wäre so eine Frachtgeschichte vielleicht einmal per Fähren. Wir haben ja hier wahnsinnig viele Städte, die eben an der Küste liegen, und dass man hier irgendwas mit Fähren macht, das finde ich schon spannender. Auch einige Industriebetriebe hier direkt an den Küsten, da könnte man mal einen Fährverkehr einrichten, ne? Wahnsinnig lustig. So, okay, also jetzt, wir haben zum Beispiel, jetzt fällt mir hier zum Beispiel Edinburgh ein, Edinburgh, brutal hügelig, ne? Da, Wahnsinn, da musst du erst einmal richtig was bauen können. Und ja, ihr merkt auch, ich versuche gerade etwas Zeit zu vertrödeln, dass wir einfach ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, um dann langsam mal vorwärts zu kommen und eben die spannenden Dinge zu tun. Wir haben auch schon eine erste Pferdekutschlinie in Irland, nämlich in Dublin. Und ja, auch das, wie wir hier sehen, läuft ziemlich gut. Also da sind die Bau jetzt weniger. Wie ist denn das mit der, wenn wir uns einmal die Linien jetzt einmal ganz kurz einmal anschauen. Ipswich zum Beispiel macht noch miese, oder wie? Nein, Liverpool macht noch miese, du schau her. Okay, die läuft die, seit 7 Monaten läuft die schon und macht noch Minus. Okay, schauen wir uns gleich an. Dublin. Dublin in Irland. Oh, macht doch eigentlich ganz gutes Plus. Das schon. Ja. Entschuldigung. Wollt man. Schaut man vielleicht sogar noch. Könnte man vielleicht sogar noch 2 Postkutschen mehr einsetzen? Wenn da so viel Leute warten. Geht denn da die Linie? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Meer einsetzen. Da sind wir das letzte Mal ganz schön auf die Nase gefallen. Okay, dann schauen wir uns erst einmal Liverpool an. Was ist denn da los? Oh, du meine Güte. Da warten doch so viele Leute. Wieso geht denn da nichts vorwärts? Dafür wartet hier zum Beispiel im Einkaufszentrum. Im Einkaufsgebiet wartet gar niemand. Ach so, weil da ist gerade einer vorbeigekommen. Der hat auch nur 2 Leute. Wieso will hier niemand fahren?
Hallo, Leute, wieso will hier niemand fahren? Mysteriös. Mysteriös. Aber ich glaube, es war ja auch die aktuellste, oder? Das Liverpool, das wird sich schon noch erholen, oder? Da bin ich mir ganz sicher. Okay, gut. Also, ja, es macht sich. Ah, oh, das Birmingham ist vielleicht groß. Das ist ja Wahnsinn. Da warten ja richtig viele Leute schon mittlerweile. Krass. Ja, weil da halt auch, da haben wir alles Problem in Birmingham, dass da halt auch wahnsinnig viel Kutschenverkehr ist. Wir sehen es hier. Und da stehen die Kutschen im Stau. Ja, es ist tatsächlich so. Aber wir haben noch kein Geld, die Städte zweispurig umzurüsten. Ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, wir würden in Birmingham, würde sich das, glaube ich, wirklich lohnen. Oh, was, da haben wir eh schon. Ich würde gerade sagen, da müssen wir mehr Kutschen einsetzen, aber da haben wir ja schon so viel fahren. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Es zielt immer mehr darauf ab, dass wir tatsächlich mal schauen müssen, dass wir eben unsere Städte jetzt einmal ausbauen, dass einfach der Verkehr erstmal weg ist. In London will ich gar nicht schauen. Ja, da bleibt da ans Herz stehen. Das muss alles zweispurig ausgebaut werden. So, jetzt können wir mal schauen, wenn wir, nur mal angenommen, wenn wir, hier, das kostet 2,4 Millionen, diese Straße zweispurig. Was wir vielleicht machen könnten, das würde vielleicht zur ersten Entzerrung beitragen. Das können wir jetzt mal anschauen. Da wäre ich dafür. Können wir hier. Kostet 250.000, wenn wir hier nur eine Brücke rüberbauen. Was ist denn, wenn wir gleich eine doppelspurige rüberbauen? Kostet doppelt so viel. Irgendwie logisch, gell? Und wenn wir hier eine rüberbauen? Geht nicht. Auch nicht möglich. Warum nicht? Muss möglich sein. Wenn ich das will, dann muss das möglich sein. Also. 100.000, 80.000. Oder... ist für uns auch viel Geld, mache ich aber jetzt trotzdem. Einfach um dem Spiel jetzt auch die Möglichkeit zu geben, da muss definitiv, hier muss dann noch eine Brücke her, aber da werden wir uns später darum kümmern, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben und wenn wir dann anfangen, wirklich London zu bevölkern, weil London braucht ja einen riesen Bahnhof und London braucht vor allen Dingen dann später einen Flughafen. Also die Frage, wo man das alles hinbauen. Ziemlich eng alles, wie das halt in London, in England wirklich ist. So, okay. Schaut es mit dir aus, ja? Der ist mittlerweile auch nicht mehr voll. Also auch da habe ich mich mit den 4 Waggons fast ein bisschen übernommen. Dann machen wir das tatsächlich so, das mache ich ziemlich selten, aber ich mache es trotzdem. Wir werden dem einen wegnehmen. Haben ein bisschen erstens A, ein bisschen Geld verdient und B, reicht es vollkommen aus. Jetzt 18 Leute, nein, da warten wie viele Leute? 13 Leute, 14 Leute. Kommt ungefähr hin, bis er da ist. Wenn es 1, 2 mehr sind, ist jetzt im Moment besser. So, die nächste Geschichte ist aber jetzt die nächste Linie. Jetzt ist die Frage, machen wir von Brighton weiter? Bis nach Bournemouth oder machen wir zuerst der andere? Ich würde tatsächlich sagen, wir machen zuerst der andere. Wie zum Beispiel das Exeter. Von Plymouth nach Exeter würde ich recht spannend finden. Um dann diese Linie zu vervollständigen oder... Ja, ich glaube, das ist fast... Naja, was ist das Praktikablere? Macht man da weiter? Ah, und das wird teuer. Das wird jetzt schon teuer. Das sehe ich jetzt schon. Da ist jede Menge Brückenbau fällig. Uiuiuiui.
Oder von Bournemouth nach Exeter. Also Bournemouth ist jetzt definitiv die größte Stadt hier noch. Dann würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns mal darum. Und ich schalte jetzt wieder ein bisschen schneller, dass Bournemouth einen Bahnhof bekommt. Logischerweise wird sie das natürlich jetzt hier anbieten. Schauen wir mal. Ja, da brauchen wir einen Durchgangsbahnhof. Schauen wir mal, den auch schon vielleicht zweigleisig leisten können. Können wir uns gar nicht. Viel zu teuer. Eingleisig. 170, 180. Oh, das 170 ist gut, weil der liegt dann an einer. Kann man hier eine Straße herbauen? Dann machen wir das anders. Bauen wir zuerst die Straße. So machen wir das. Dann kommt hier der Bahnhof. Teuer, teuer, teuer sind. Ich warte noch ein bisschen. Ja, ich zöge jetzt gerade, weil das ist, sind wirklich hohe Geldausgaben. Und wenn wir die dann nicht connecten können, dann macht es im Moment gar keinen Sinn. Ich überlege noch. Ich zögere und überlege noch, ob es nicht tatsächlich, man darf sich nicht zu früh überheben. Ob es nicht tatsächlich Sinn macht, vielleicht doch noch die ein oder andere Postkutschenlinie erst einmal noch zu etablieren. Hat man denn noch für Städte, damit die Städte wenigstens ein bisschen wachsen? Man kann sich jetzt zum Beispiel Glasgow jetzt anschauen. Kriegen wir da jetzt ein Plus? Ja, kriegen wir eben 20%. Und die Städte steigen etwas an in der Einwohnerzahl. Nicht viel, Gott sei Dank, aber ein bisschen. Ein bisschen steigen sie an. So, wie schaut es denn aus? In Irland, Londonderry würde sich schon mal anbieten. Dundalk, auch nicht schlecht. Belfast ist nur recht klein. Ist die Hauptstadt von Nordirland, oder? Oh Gott, meine Güte. Jetzt werden einige sagen, ja, spinnst du, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Belfast ist die Hauptstadt von Nordirland, oder? Wir werden sehen. Belfast, mach mal. Belfast bekommt einen. Ja, Belfast bekommt einen. Warte mal ganz kurz. Liverpool, wie schaut es denn aus? Nein, tja, geht doch. Wunderbar. Belfast bekommt eine Postkutschenlinie. So läuft's. Manche hügelig wieder. Schauen wir uns mal an. Oh, okay. Da müsste man schauen. Da. Wohngebiet hier mittig. Hier darum wäre recht kleiner Kreis. Ja, macht aber eigentlich nichts, gell? Also hier. Der Ecke. Dann hier im. Dann hier. Dann fahrt er da rechts rum und dann noch hier im Industriegebiet. Jo, das ist doch wunderbar. Die Entfernungen müssen gar nicht so weit sein. Dann brauchen wir wie immer unser Fahrzeugdepot. Mega teuer, aber es hilft ja nichts. Oh, Moment, hier. 20.000 mit 14.000. Zack, dann habe ich es auch schon herbaut. Bevor es irgendwas ändert und es wieder super teuer wird. Können wir vielleicht sogar hier. Gut, der mag das immer, wenn man Straßen baut. 12.000, ja, komm. Bauen wir jetzt.
Und dann machen wir die Linie. Ja. Ja, dann haben wir eine neue Linie. Zwar ist es die Bus 01 in Belfast in Irland. War immer dahinter, damit ich weiß, wo ich es später auch noch finde. Gut, bei Belfast würde ich es wahrscheinlich auch so finden, aber man weiß ja nie. So. Daher, daher, daher. Genau. Und dann machen wir, was machen wir denn? Ja, machen wir zwei, oder? Zwei Postkutschen. Ja, 47.000, das geht. Auf nach Belfast. Gut, Dankeschön. Und wir suchen uns gleich die nächste Stadt. Londonderry, weiß ich noch nicht. Wir haben Dublin und Belfast. Irgendwas im Süden brauchen wir noch. Cork. Cork. Ganz witzig. Ja, das wäre eigentlich nur so ein Kreis, gell? Hier so ein Kreis. Also das ist ja auch lustig. Okay, Leute, dann helfe ich euch mal ein bisschen, wenn ihr das nicht zusammenbringt. So. Ach, nicht im Moment, das kostet 12.000, so eine schwindelige Verbindung. Moment. Das kostet 12.000. Einfach nur diese beiden Straßen verbinden. Das ist ja schon krass. Naja, machen wir jetzt trotzdem. Komm. Machen wir jetzt trotzdem. Und so sagt der Computer, hey cool, da werden Straßen gebaut, baue ja welche. Aber es wäre fast vernünftig, wenn man die hier. Nee, 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 nee. Gebäude, der man kann entfernen. 156.000, ja, sag mal. Dann machen wir das anders. Wir könnten das Industriegebiet weglassen, würde ich aber jetzt nicht so gut finden. Wir könnten, das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, das verbinden, 14.000. Ja, machen wir. So, und jetzt, nein, da, da, da. Also natürlich hier direkt im Hauptwohngebiet in der Mitte. So, dann natürlich hier im Einkaufsgebiet. Dann bräuchte man eigentlich hier noch an. Blade. Naja, okay. Ich stelle es jetzt trotzdem mal dahin und da müssen wir jetzt mal schauen, was er aus der Linie automatisch macht. Man kann die Linien übrigens manuell machen, aber da muss man mit so Wegepunkte arbeiten, für die, die das noch nicht wissen. So, dann wieder mal eine neue Linie. Und wir sind in der Buslinie 01 in Cork. Cork. Halt, wir sind in der Buslinie 01 Cork in Irland. Also, dann fahrst du mal dahin und dann fahrst du dahin und dann fahrst du dahin und dann. Ah ja, er dreht um. Wunderbar, dann ist ja wunderbar. So wollte ich es eigentlich auch. Sehr schön. Okay. Wieder dieses sündhafte Straßenfahrzeugdepot. 14.000, 13.000. Zack, steht's auch schon.
Und wir nehmen ja 2. So. Und Kork. Sehr schön. War jetzt schon mal in Irland auch drei Städte, die eine eigene haben. Ja, Londonderry lacht mich schon an. Zeig's uns mal. Das ist ja also ein ganz kleiner Ring. Oder müsste man hier hinbauen? Wie kommen wir von hier nach da? Gute Frage, weil hier können wir auf gar keinen Fall einen Tunnel bauen. Mach jetzt trotzdem. Probiere jetzt mal. Wie er da dann fährt. Also es wäre dann, seid ihr mit so, aber dann dreht er da um. Macht aber nichts. Daher, daher, daher. Ja. Jetzt, daher. So, dann sind wir Bus 01 in Londonderry, in Irland. Jetzt bin ich gespannt. Also daher, daher. Ja. Ist ein bisschen weit von da nach da, dass er da außen rumfährt. Dafür ist aber die Strecke kurz. Passt. Passt. Ja, ich muss leider in jeder Stadt dieses Straßendepot bauen. Das hat uns schon wahnsinnig viel Geld gekostet, das weiß ich, aber das zahlt sich dann aus. Wir brauchen es am Ende ja viel öfter als nur einmal und wollen ja viel öfter dann Fahrzeuge noch raushauen, Busse später. Das ist ja für immer verwendbar. Deswegen finde ich es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich habe sogar den Eindruck, dass das hier jetzt gerade dass das hier gerade die beste Stelle ist. Mache ich jetzt auch, weil das war jetzt gerade irgendwie, das ist alles ziemlich hügelig in Londonderry, wie man hier sieht. Meine Güte. Also es schaut cool aus, ne? Also so ist es nicht. Aber das ist natürlich finanztechnisch eine Herausforderung. Deswegen brauchen wir auch so lange, bis wir in die Pötte kommen hier einnehmen. Gut. Nehmen wir wieder 2, oder? Ja. Oh, und dann ist noch Londonderry dran. Mal. Na, guck mal, ist ja schon. Sehr schön. Und? Na, Kork zickt nur ein bisschen rum. Na, wird schon. Stehen es doch schon, die Leute wollen transportiert werden. Boah. Werden wir jetzt auch gleich ins Plus fahren. Na, machen wir es doch gleich. Ja, die Strecke da ist auch ein bisschen weit, das stimmt. Aber es werden immer mehr Leute, denn es werden Gebäude gebaut und damit kommen immer mehr Leute dazu. So soll es sein. Deswegen machen wir den ganzen Schmarrn ja. Ja, Belfast, schauen wir uns gleich mal an, macht einen riesen Gewinn. Okay. Na dann kriegt Belfast gleich mal noch ein Kütschchen dazu, wenn da gleich so viele Leute sind. Ich Jetzt haben wir in Birmingham so viele Fahrzeuge und macht aber trotzdem irgendwie nicht so richtig Gewinn. Warum? Weil, obwohl da Leute stehen, das brennt, weil da einfach tatsächlich, ihr seht es wahrscheinlich selber, hier unsere Kutschen ständig im Stau stehen. Man muss Geduld haben. Man muss Geduld haben und kann erst dann weiterbauen, wenn man Kohle hat. Wir können uns auch leider glücklicherweise keinen Kredit mehr leisten. Wie ist denn jetzt mit unserer Bahnlinie? Zeig uns doch das noch.
30 Leute. Aha. Jetzt sind es auf einmal wieder zu wenig, die 18 Leute. Und da warten wie viel? 28 Leute. Okay. Dann war die Überlegung, den Anhänger wegzunehmen, doch nicht so gut. Weil einfach auch die Anzahl der Leute in den Städten tatsächlich einfach wächst. Und da hätten wir schon. Ach, da hätten wir schon den Bayern. Wie kann der? Der kann zwei Leute mehr aufnehmen. Naja, nee, jetzt kauft man nur mit den 140.000. Verkauft haben wir für 70.000. Habe ich jetzt brutal wenig. Habe jetzt eigentlich einen Verlust gemacht. War unklug. Werden wir jetzt nicht mehr ändern. Aus Schaden wird man klug. So, wie schaut es denn da aus? Das wird schon. Das wird schon. Wir warten da jetzt schon 33 Leute. Ja, ja. Also, werde ich nicht mehr ändern. Ich glaube, 4 ist jetzt okay. Für die anderen, für diese Bayern-Personen-Dinger, hätte man sowieso keine Luft gehabt. Kein Geld. Gut, okay. Dann gehen die Planungen weiter. Alles läuft auf Plus, das heißt also, wir verdienen wieder mehr Geld Stück für Stück. Cardiff schaut auch interessant aus. Postkutschenverkehr. Hä? In Liverpool? Jetzt schaut mal, was in Liverpool los ist. Wie viele Leute da überall waren. Ja, krass. Okay, da müssen wir was machen. Jetzt gleich mal an, Liverpool. Da schicken wir mal nur 2 mit auf die Reise. Okay, gut. Kommen wir später wieder vorbei. Schauen wir mal, man kann ja. Wo geht denn das? Ich glaube hier. Nein. Hier. Kommen wir mal schauen, wo hier wahnsinnig viel. Nee, das kann man eigentlich nicht. Das sind nur, wie viel gesamt gefahren wird. Das hilft uns aber nicht. Wir brauchen eigentlich das hier, oder? Nee, wir bräuchten eigentlich die Städteliste. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon unsere ersten Wagen, die schon mittelmäßig sind. Die müssen bald ausgetauscht werden. Canterbury, wo wir angefangen haben, vor knapp 20 Jahren. Es ist brutal. Nee, ich habe diese, es gibt eine Aufstellung. Gibt es die nicht? Das dachte mir eigentlich, dass man schauen kann. Ja, die Fracht, das ist mir klar. Birmingham zum Beispiel sagte, dass hier die Wagen alle randvoll sind. Ja, das wundert mich nicht. Aber hier haben wir eben das Verkehrsproblem. Schaut euch mal das an. Die stehen nur im Stau. Das ist ärgerlich. Gut, können wir im Moment nicht ändern, weil wir das Geld nicht haben. Ah, da freue ich mich schon. Oh, da kann man richtig viel Geld hineinbuttern. Da freue ich mich schon. Jetzt schalte ich tatsächlich mal die Geschwindigkeit nur ein bisschen höher. Wir kommen jetzt langsam ins 20. Jahrhundert, nämlich jetzt gleich. Ne, nur 2 Monate. Okay, dann sind wir im 20. Jahrhundert angekommen. Und dann schauen wir mal, was sie tut. Im Moment geht es ja recht gemächlich. Vielleicht sollte man wirklich nur schauen, ob man noch eine oder andere Postkutschenlinie aufmachen kann, bevor man einfach nur rumsitzt und nichts tun.
Aber gut, wir haben schon wieder zwei neue, drei neue Linien. Also wir haben schon wieder was erreicht in dieser Folge. Man muss sich einfach Zeit geben. Es geht am Anfang nicht so schnell. Nachher werden wir uns nicht mehr retten können. Cardiff wäre wirklich interessant, dass wir vielleicht da noch was machen. Boah, das ist ja eine Steigung vom Feinsten. Ah, Moment, jetzt habe ich es nicht gesehen. Was? Europäischer Pritschenpferdewagen. Planenpferdewagen. Ja, wir sind im 19. Jahrhundert angekommen und es gibt eben neue Fahrzeuge. Dann schauen wir uns das noch ganz kurz an hier zum Ende dieser Sendung. Was haben wir denn da? Pritschenpferdewagen, Planen, alle Güter. Bestimmte Güter. Okay, der kann 5 mitnehmen. Die Obsiante, glaube ich, nennt man das. Weiß ich nicht genau. Die Obsiante, ein erstes Dampffahrzeug. Kann eine Person mehr mitnehmen, fährt mit Dampf, allerdings viel langsamer. Macht überhaupt gar keinen Sinn im Moment. Und kostet auch brutal viel Geld. Naja, brutal, was heißt's? Kostet mehr Geld. Ich glaube noch nicht, dass das für uns interessant ist. Grundsätzlich sollte man alles dann. Also ein Dampfomnibus, dieser vom Franzosen Amédée Bollier gebaute Dampfomnibus bereits über größere Strecken, zum Beispiel von Le Mans nach Paris. Okay, also der ist so, das ist der erste Überland. Wäre natürlich schon zu überlegen, ob man nicht hier anfangen, weil es sich ja hier schon so anbietet, ob wir nicht Canterbury und London mal mit einer Straße verbinden, um vielleicht auch den Verkehr dann in London noch ein bisschen zu entzerren. Dann würde Canterbury natürlich noch mal erheblich mehr Leute bekommen, weil die dann einen Plus noch mal kriegen. Wäre zu überlegen, überlegen wir uns in der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick hier bei Transportfieber 2 in Großbritannien, im Mutterland der Eisenbahn. Und ja, wir sind ins, hab ich gesagt, ins 21. Jahrhundert, das ist natürlich ein Schmarrn. Wir sind ja erst 1870. Ich dachte, wir sind jetzt 1870. Na, es dauert nur 30 Jahre, bis wir ins 20. Jahrhundert kommen. Wollte ich gerade sagen, also im 20. Jahrhundert sind dann keine Pferdekutschen mehr gefahren. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Danke, bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Und bleibt gesund und danke für ein Like und ein Abo. Für's euch, Servus.